Hi meine Lieben, ich bin's, Ines Caruna. Herzlich willkommen heute bei dem neuen Video. Und was kommt heute für ein Thema? Ich musste mir das aufschreiben, weil dieses Thema von der lieben Claudia gechannelt worden ist und ich greife es heute auf. Also, Verbindung mit deiner inneren Quelle aufnehmen und daraus schöpfen. Das geht vom 10.01. bis zum 21.01. Bevor wir jetzt anfangen, ich euch etwas channel aus der geistigen Welt und danach die Karten lege, bitte ich euch, falls ihr es noch nicht getan habt, als Wertschätzung meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke drücken, sodass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Videolinks einfach teilt mit Menschen, wo ihr denkt, die brauchen jetzt vielleicht gerade etwas Unterstützung. Könnt auf Facebook teilen, überall, wo ihr möchtet, in euren WhatsApp-Gruppen oder. Das ist nur eine kleine Teilwertschätzung für das, was ich jetzt für euch mache. Und natürlich geht es nicht nur um die Wertschätzung von mir, sondern auch um eure eigene Wertschätzung, die ich jetzt euch geben werde. Warum geht es heute um die innere Quelle? Ich werde jetzt erstmal schauen, was die geistige Welt euch dazu zu sagen hat. Ich sehe die weibliche Kraft, die Göttin. Und es geht jetzt im Allgemeinen darum, dass man wirklich nochmal an sich arbeiten kann, dass man jetzt in tiefe Prozesse gerade kommt, an Grenzen, materielle Grenzen. Und die sind auch nur begrenzt, weil wir uns selber begrenzen. Wenn wir verbunden sind mit unserer inneren, uralten Quelle, kann alles fließen und sprudeln. Ja? Ich werde gleich drei Kartenstapel mischen für euch und dann sucht ihr euch einen aus. Und da ist genau das Thema für euch. Aber es gilt momentan auch, alte Glaubenssätze, Strukturen, Muster und Ängste loszulassen, die mit der inneren Quelle zusammenhängen, wo ihr euch nicht damit verbinden könnt. Ich habe diese weibliche Göttin von Avalon gesehen heute Morgen. Die hat schon sehr viel im Feld gearbeitet. Und das möchte ich einfach jetzt einmal mit euch machen, sodass ihr alles in diese Figur hineinlassen könnt in den Bauch und somit gebe ich euch jetzt die Göttin, die habe ich mitgebracht von unseren spirituellen Reisen, das ist die Göttin von Avalon. Und hier in diesem Bauch, in diesem Uterus, könnt ihr alles hineinlassen, es wird transformiert mit Liebe. Eure Ängste, eure Sorgen, alle Glaubenssätze. Lasst es fließen. Ihr könnt das Video euch auch mehrfach angucken und mehrfach alles loslassen. Vielleicht braucht es das einfach. Vielleicht seid ihr gerade an einem Traumathema bei euch, dann könnt ihr auch alles, was zu diesem Zustand geführt hat, einmal da reinlassen und transformieren. Am 21.01. abends um 0 Uhr werde ich das Ganze dann transformieren in einem schamanischen Ritual. Also bis dahin könnt ihr alles reinfließen lassen. Hier. Das fühlt sich richtig gut an. Also wiederholt es mehrmals.
Ich stelle es euch zur Verfügung, ja? Und wie gesagt, empfehlt es anderen, die das dann auch nutzen können. Wenn ihr irgendwelche spirituellen Themen habt oder Fragen, wo ich vielleicht ein Video machen sollte, dann schreibt mir das, was ihr euch vielleicht wünscht. Oder ihr möchtet eine eigene Behandlung haben oder ein Kartenset kaufen, dann schreibt mir per E-Mail. Ist alles verlinkt unten. Oder schaut auf www.mantari.de nach. So. Wir haben schon alle Krafttiere. Aha, die lieben Schildkröten. Heute bei uns, Mutter Erde. Die Göttin, die Drachenenergie, männliche und weibliche Prinzip. Und jetzt werde ich einmal euch nach unten klappen. So, dann könnt ihr live mitsehen, wie ich die ganzen Sachen für euch ziehe. Ja? Einen Moment, einmal nach unten. So. Sorry, sorry, sorry. Könnt ihr das richtig sehen? Das sieht so dunkel heute aus. Obwohl ich ja das ganze Licht anhabe. Sorry, ich bin hier nicht der Profi in der Technik. Aber so, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. So, ich möchte wirklich hintereinander die Videos aufnehmen und schneiden, dass ihr das Echtheitsgefühl auch dabei habt, so wie ich jetzt hier bin. Ja? Also, wir fangen jetzt mal an mit drei Stapel. Und jeder Stapel bekommt heute eine Schildkröte zugewiesen. Einmal die türkisene, Stapel 1, die goldene Schildkröte, Stapel 2 und die Permutschildkröte. Stapel Nummer 3. Ich werde jetzt aus jedem Stapel jeweils Karten ziehen. Die Stapel sind schon gemischt. Ich habe jetzt einmal aus dem Kartenset Mantari Orakelkarten Botschaften deiner Seele ziehe ich einmal für jeden Stapel eine Karte. Und ihr überlegt schon mal, welche Schildkröte ihr nutzen möchtet. Der zweite Stapel ist Spiegelwelten 2 von Claudia White Waters. Dann gucken wir mal. Spiegelwelten sind auch sehr höchst interessant. Dann kann man damit auch wunderschöne Kartenlegungen mit Seelenpartnern machen. Wenn ihr euch das wünscht, schreibt mir mal in die Kommentare. So, dann kommen wir zum nächsten Stapel. Das sind die Karten Spiegelwelten Nummer 3 von Claudia Wright Waters. Übrigens ist ganz, ganz wichtig, dass man momentan singt. Das hebt die Schwingung, auch wenn man vermeintlich denkt, man kann nicht singen. Einfach schön singen, 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 singen. Übrigens, was erkennt ihr hier in diesem Bild? Schreibt mir mal in die Kommentare. Für mich sieht das irgendwie aus wie ein Krebs. Das ist mein Sternzeichen übrigens. Was seht ihr denn in diesem Bild? Höchst interessant, ne? So, nächste Kartenstapel ist auch von Claudia Waldwurter, Spiegelwelten. Wie viele Spiegelwelten haben wir denn heute? Wunderbar, drei verschiedene. Also heute wird uns einiges gespiegelt, warum und wieso wir nicht in unserer Quelle verbunden sind oder leben. Dann schauen wir mal nach. Nicht vergessen, immer schön hier hinein.
So, und dann letzte Kartenset. Weisheiten der Naturwesen, Botschaften, Zitate und Sprüche. Na, dann gucken wir mal, was die Naturwesen uns sagen wollen. Guck mal, wie süß diese Naturwesen sind. Ich bin schon ganz, ganz lange mit diesen Naturwesen verbunden, weil ich den schamanischen Weg gehe. Und auch mich noch immer mehr mit denen verbinde. Ich glaube, dieses Jahr ist halt ganz, ganz, ganz speziell, dass sich die Naturwesen mit uns verbinden möchten und in eine andere Frequenz kommen wollen. Wow, guck mal, die Schildkröte hat hier ein Geheimnis drin. Sehr interessant. Habt ihr vielleicht irgendwo ein Geheimnis, ein bewusstes oder unbewusstes? Das solltet ihr vielleicht mal lüften. So, nochmal Türkis, Gold und das Geheimnis. Sucht euch einen Stapel aus. Ich suche mir jetzt mal auch einen Stapel aus. Die Wunscherfüllung ist auch dabei. Macht die Absicht und vielleicht einen besonderen Wunsch. Okay, ich weiß welchen Stapel. Wir fangen an mit Stapel Nummer 1. Entdecke die Kraft des Panthers in dir. Du kommst zu deiner eigenen Quelle mit dem Krafttier Panther. Wenn du in Verbindung des Panthers gehst, kannst du auf die Jagd gehen nach Seelenanteile, die dir verloren gegangen sind. Rufe den Panther zu dir und integriere alle Anteile zu dir. Geh auf die Jagd, mach das in einer Meditation, stell dir den Panther vor und hol dir deine alle geglaubten Anteile wieder zurück. Und dann, wenn du das gemacht hast, ist es Erntezeit. Die Erntezeit ist da, um in Ekstase zu leben. Und wichtig ist, achte auf deine Träume. Ja? In deinen Träumen wird dir gezeigt, wo du deine Anteile in welchem Leben, früherem Leben oder in welchen Aspekten von welchen Dingen auch vielleicht die Anteile verloren gegangen sind oder du handelst nicht nach deinem Seelenplan. Ja, wenn du deinen Seelenplan verfolgst, wenn du jetzt zum Beispiel verfolgst, du möchtest heiler werden, dann verfolge den Traum. Wichtig ist aber, dass du alle Anteile vorher zu dir zurückholst, ne, die mit deiner Quelle verbunden ist. Sonst kannst du das natürlich nicht leben. Wenn du dabei Hilfe brauchst, kannst du mir natürlich auch schreiben. Man trägt seine Lasten sehr unterschiedlich, dem einen zu schwer, den anderen nicht bewusst. Also, mach dir bewusst, wo du deine Blockaden hast, Glaubenssätze, Strukturen, Muster, was auch immer, whatever. Und mach dir auch bewusst, was dir zu viel ist und nicht so viel ist, das sieht man natürlich hier auch an der Spiegel, ne? Das sollte in Anklang sein und hier ist rot, das hat oft mit diesem Wurzelthema zu tun, also Familienthemen, schau mal genau vielleicht in deine Familienthemen hinein, ja, und dann suche dir alle Anteile zurück zu dir und fang an, deine Träume zu leben. Dann kann ich dir sagen, dann ist Erntezeit für dich und in völliger Ekstase ein Leben zu beginnen. Das war mit dem ersten Stapel, das klingt ja mal gut, aber nicht vergessen, ihr dürft noch ein bisschen an euch arbeiten, bevor ihr in diese Ekstase kommt, aber ist nicht schlimm, wir alle dürfen an uns arbeiten, ich auch, ja. Wir kommen zum zweiten Stapel. Den decken wir jetzt einmal auf. Okay. Als erste Karte kommt mir hier rein Mineralien, Vitamine, Ernährung, Gewohnheit, Überdenken. Hast du in letzter Zeit halt dich vielleicht schlecht ernährt?
dann geh bitte darauf, auf der körperlichen Ebene, dass dein Körper eine gute Substanz bekommt, ja, dass dir vielleicht mit der Vitamin B-Stoffe, Karotten oder ja, was mach mal hier Obst, iss mal Obst oder Gemüse, Gemüsesaft. Vielleicht hast du in letzter Zeit zu viel Schokolade gegessen. Ja, also es geht wirklich darum, um deine Ernährung einfach mal zu überdenken und Vitamine und Mineralstoffe könnten dir vielleicht fehlen. Und harmonisches Beisammensein. Also es ist ganz, ganz wichtig für dich, dass du dich mit deiner Familie, Freunden connectest. Ob du jetzt bewusst oder unbewusst, körperlich oder am Telefon mit denen zusammen bist. Das ist ganz, ganz wichtig für dich, dass du dir ganz klar machst, dass du ein harmonisches Beisammensein hast, egal auf welcher Strukturenebene das ist. Ja? Schau genau hin, wo deine persönlichen Blockierungen sind, dass du nicht harmonisch mit jemandem sein kannst. Kann vielleicht ein Familienstreit sein, ja? Leg den einfach mal beiseite und guck mal, dass ihr diese vielleicht harmonisch lösen könnt. Handle, wenn die Zeit reif ist. Natürlich, die Zeit ist immer reif, wenn du das möchtest. Eintauchen in ferne Welten. Also, was möchte mir das im Zusammenhang sagen? Also, dein Körper braucht eine Basic, um überhaupt spirituell zu arbeiten zu können oder zu meditieren. Da sollte es immer ein Aufbau, also der Körper ist dein Tempel, ja? Und wenn du deinen Tempel nicht richtig pflegst, kannst du auch nicht in die Quelle an dem Tempel gehen. Ne? Und wenn du nicht auf dieser harmonischen Ebene, also dein Tempel ist kaputt, du bist nicht harmonisch und du handelst vielleicht nicht, also du bist gerade in irgendeiner Phase drin, ja, in einem Loch, vielleicht solltest du einfach mal aus dem Loch herauskommen und in ferne Welten tauchen. Die fernen Welten können Anderswelten sein. Ja? Einfach mal einen Spaziergang draußen machen in der Natur. Ja? Komm mal aus deinem vermeintlichen Loch heraus und verbinde dich jetzt mal bewusst wieder mit der Quelle, sodass alles sprudeln kann. Und wir sollen ab und zu einen Rast einlegen und warten, bis unsere Seelen wieder eingeholt haben. Ja, vielleicht hast du auch einen riesen Prozess gerade bei dir, weil es ist ja gerade auch ein riesen kollektiver Prozess, ja, der uns auch müde werden lässt und wir ja auch drin sind und du vielleicht nicht immer so hohe Ansprüche an dich haben sollst, dass du sofort immer alles kannst. Es ist auch gar nicht jetzt die Zeitqualität dafür. Ja? Lass dir und deiner Seele auch Zeit, dass sie hinterherkommen nach deinem Prozess. In deinem Prozess. Ja? Sei nicht so streng zu dir. Will mir das Ganze sagen. Also, goldene Schildkröte, du hast schon viel, viel richtig gemacht, ja, es ist nochmal ein tiefer Prozess, wo du jetzt reingeraten bist, verbinde dich mit Mutter Erde, ja, und akzeptiere auch einfach, dass manche Dinge dauern, bis deine Seele hinterhergekommen ist, das ist genauso wie mit den Gefühlen, ja. Unser Verstand ist oft schon weit vorne und unser Gefühl braucht aber noch 3-4 Jahre, bis es hinterherkommt. Ne? Das ist nur eine Metapher. Das Gefühl braucht auch länger, die Seele braucht auch länger. Also, Zeiten ist hier ein Thema. So, und dann machen wir mit dem dritten Stapel weiter. Bin gespannt, was jetzt hier sich hinter verbirgt. Nike, die Siegesgöttin. Nike, die Siegesgöttin. Geflügelter Erfolg wie Phönix aus der Asche. Also, du kannst jetzt
Mit der Energie von Nike, das ist eine besondere Energie, die in Louvre steht. Einmal die Treppen hochgehen zum Erfolg, zu deiner Quelle. Wie Phönix aus der Asche kannst du jetzt hochkommen. Mach dir das bewusst, ja, dass das wirklich für dich jetzt toll sein werden wird. Und deine Seele macht dann auch einen Freudentanz, weil wenn du wie Phönix aus der Asche stehst, hast du jetzt deinen Prozess beendet. Und das kann natürlich sein, dass dann jetzt deine Seele sich endlich freut und durchatmet. Juhu, wir haben es geschafft. Und du kannst deine Leichtigkeit genießen. Genieße auch mal deine Leichtigkeit. Es ist jetzt auch erlaubt. Schaut euch mal diese wunderschönen Bilder an, diese Spiegelwelten. Sind die nicht wunderschön? Alles ist möglich. Ja, auch in einer Zeit, wo alles erfolglos scheint, ist alles möglich. Es kann sich alles neu wieder entstehen. Glaube fest daran. Und jeder hat eine Berufung, eine Kraft, die ihn antreibt. Erkenne, wohin dich dein Weg führen möchte. Also es geht jetzt wirklich auch darum, zu erkennen, wo dein Weg ist, wie der Phönix aus der Asche zu hochkommen, hier ist ja auch das Feuer, ja, kommt einfach hoch und Nike hilft dir dabei, diesen großen Schritt zu tun. Also das ist auch ein wundervolles Deck, der dritte Stapel. Ich danke, dass ihr zugehört habt, danke für eure Zeit und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Aho.